Schwere Zeiten macht das Team der AC Lebensfreude gerade durch. 4 Dienstfahrzeuge wurden gestohlen und bis jetzt sind immer noch nicht wieder alle aufgetaucht. Doch beim diesjährigen Seniorenfasching der AC Lebensfreude war davon nichts zu spüren. Alle Mitarbeiter hatten sich versammelt, um mit ihren Senioren zusammen die 5. Jahreszeit ausgiebig zu feiern. Mindestens 4-mal im Jahr kommen alle zusammen, Mitarbeiter wie Ruheständler, um einen schönen Nachmittag miteinander zu verbringen. Und passend zur Karnevalszeit schlüpfte man am Mittwoch in Kostüm mit Perücke und Hütchen und ließ es sich einmal wieder so richtig gut gehen. Also eine Kollegin organisiert immer ein Programm. Manchmal, sag ich mal, haben wir von außerhalb jemanden, der ein bisschen Musik macht, ein bisschen vorspielt. Heute ist es unser eigenes Programm und ich denke, wir kommen damit super durch. Da wurde geschunkelt, gesungen und gelacht. Natürlich durfte auch das ein oder andere prickelnde Getränk nicht fehlen. Schließlich ist Fasching nur einmal im Jahr. Und so mancher bewies dabei, dass die Senioren noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Liebevoll kümmerte sich das Team der AC Lebensfreude um ihre Gäste. Und der ein oder andere Spaß kam dabei auch nicht zu kurz. Für die Goldies sind die mehrmals im Jahr stattfindenden Feiern immer etwas Besonderes. Es gefällt unseren Leuten super. Das Feedback ist genial. Sie sprechen lange Zeit von diesen Feiern, zehren davon, freuen sich dann natürlich schon auf die nächste Feier. Das nächste Fest soll dann das Sommerfest werden und da steht dann das pure Urlaubsfeeling auf dem Veranstaltungsplan. Denn eins ist gewiss, die Mitarbeiter der AC Lebensfreude sind immer für eine Überraschung gut. Doch bevor es soweit ist, stürmte man am Mittwoch erst einmal den nächsten Gassenhauer an. Lustig ist das Zigeunerleben, fahr ja hoch. Und schunkel.